SAP-Konzept, beam mich zum Schiff. Wow, der Karthago Liner for Two I53 auf Iveco-Chassis, na den schauen wir uns doch mal ausführlich an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal von P-Konzept. Heute möchten wir euch den Karthago Liner for Two I53 mit dem Chassis von Iveco vorstellen. Ein wirklich richtig tolles Fahrzeug mit einem wunderschönen Raumgefühl. Aber zunächst, wir reingehen, zeige ich euch, was jetzt hier für draußen noch alles zu beachten ist. Und zwar gucken wir uns jetzt nochmal die Heckklappe an und die sämtlichen Stauräume, wie ihr da überall mit zugreifen könnt und vor allem diese tolle Aufbautür. Aber seht einfach selbst. Fangen wir mit der Außengarage an. Wir haben hier eine Stehhöhe von 1,45. Ja, ich bin 1,54 groß, ich kann hier quasi fast stehen. Außerdem haben wir hier eine Belastbarkeit von 450 Kilo, also ideal für euer Pedelec oder für euren Roller. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit, die Heckgruppe einmal hochzudrücken und hier nochmal eine optimale Stehhöhe bzw. eine Frachthöhe hinzukriegen, dass wir hier wirklich alles mitnehmen in dieser Heckgarage. Das Coole bei den Außenstauraumklappen ist, dass wir sie von beiden Seiten beladen können, unser Fahrzeug. Und was auch noch richtig toll ist, wenn wir was zum Trinken einladen, können wir dieses Trinken auch noch von innen drauf zugreifen. Bei uns in Braunschweig heißt es übrigens, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Doch bevor wir reingehen, möchte ich euch hier die Besonderheit der Aufbautür noch kurz erläutern. Und zwar haben wir hier das Paket Aufbautür Luxus. Dazu haben wir auch ein RFID-Chip. Das heißt, wir halten diesen Chip einfach vor und schon ist unsere Aufbautür geöffnet. Gerade wenn ihr zum Beispiel zu zweit seid und der andere halt lieber noch ein bisschen die Feier genießen möchte woanders, müsst ihr jetzt nicht eure Aufbautürschlüssel irgendwie tauschen, sondern gebt einfach den Chip mit und ihr habt eure Tür offen. Außerdem haben wir hier noch eine Automatik drin, die das Ganze vereinfacht. Das heißt, wir ziehen ganz leicht nur an unserem Henkel und unsere Tür geht zwar langsam, aber automatisch auf. Und gerade wenn wir die Hände voll haben, ist es wirklich optimal. Das Ganze, was wir draußen haben, haben wir auch drin. Wenn wir unsere Hände jetzt voll gepackt haben und diese Tür aufmachen müssen, quasi hier oben ranziehen, können wir auch hier einfach diesen kleinen Knopf drücken. Und die Tür öffnet sich. Außerdem haben wir die automatische Zuziehhilfe. Das heißt, wenn wir unsere Tür schließen wollen, dass hier leicht gehen kommt, zieht sich die Tür automatisch zu. Dann brauchen wir unseren Chip quasi nur noch vorhalten und wieder alles abgeschlossen. Und jetzt schaut euch einfach dieses richtig tolle Raumgefühl an. Wir haben hier am Heck eine Rundsitzgruppe. Wir kommen hier quasi rein, haben dann unsere Küche. Und wenn wir hier rechts rum schauen, haben wir unser Fahrerhaus, die Dusche, das Badezimmer und zum Eingang eine tolle Garderobe. Und wie gehabt über der Aufbautür unsere Kommandozentrale. Was auf jeden Fall schon ganz besonders ist, wir können jeden einzelnen Raum mit der Tür auch schließen. Das heißt, wir haben hier unseren Fahrerraum, haben unser Bett hier oben, haben sogar noch ein kleines Büro, das zeige ich euch auch gleich. Wir haben hier vor ein Badezimmer mit Dusche, was wir separieren können. Wir können hier die Tür zumachen, dahinter die Tür zumachen. Dann haben wir die Küche und unsere Sitzecke. Aber wir fangen mal von vorne an, was wir jetzt hier vorne alles haben. Und zwar fangen wir doch jetzt hier vorne an. Hier haben wir unsere Pilotsitze und unser Fahrerhaus. Beide Sitze kann man drehen. Zwischen den Sitzen haben wir hier noch ein kleines Fach. Das ist ziemlich cool, denn hier können wir dann unsere Reiseführer reinpacken oder wichtige Unterlagen, die wir zum Fahren benötigen. Hier können wir jederzeit zugreifen, schnell und müssen nicht erst irgendwie aufstehen und uns abschnallen, sondern haben alles griffbereit. Wenn ihr im Urlaub doch noch mal ein bisschen arbeiten müsst oder euren Laptop benutzen müsst, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein kleines Büro rauszumachen. Wir schieben einfach diese Schublade auf, klappen das um.
nehmen unseren Laptop raus. Natürlich können wir unseren Laptop auch anschließen. Wir haben nämlich hier unten eine Steckdose und einen USB-Slot, falls wir unser Handy wieder laden müssen. Also falls ihr während des Urlaubs doch nochmal arbeiten müsst oder an eurem Rechner was Wichtiges erledigen müsst, dann kein Problem. Und falls ihr euch einfach gestört fühlt, haben wir natürlich hier noch eine Tür zum Schließen. Und wenn ihr von der ganzen Arbeit müde geworden seid, dann einfach die Sitze nach vorne klappen und das Bett runterlassen. Hier unten haben wir übrigens noch die Möglichkeit, einen Sichtschutz oder auch einen Kälteschutz rauszuholen. So ist das schön blickdicht und vor allem die Kälte bleibt im Fahrerhaus. Damit wir jetzt hier nicht irgendwelche Stunts machen und gemütlich ins Bett steigen können, haben wir hier unten noch eine Schublade, die wir ausziehen können. Wo wir übrigens noch Stauraumfächer auch zusätzlich haben und so der Einstieg ins Bett uns leichter ermöglicht. Wir verlassen das Ganze jetzt hier vorne und richten uns mal hier in unseren Ankleideraum. Erstmal haben wir hier einen großen Kleiderschrank, den wir vollpacken können. Und daneben haben wir unsere große Dusche mit einer richtig coolen Regendusche. Wir können das Ganze, wie gesagt, als Ankleideraum nutzen. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, die Tür auch noch zuzumachen. Und dann haben wir hier unser großes Badezimmer mit Waschbecken und einer Tedford-Toilette. Wir können natürlich auch die Tür wieder öffnen und das Badezimmer separat benutzen. Wir nähern uns immer mehr zum Objekt der Begierde und zwar unsere coole Sitzlounge. Aber vorher zeige ich euch noch unsere coole Küche. Wir haben hier großzügige Schränke, haben einen Apothekerauszug, ein 3-Flammen-Kochfeld, eine Spüle mit Schneidbrett, was wir auch hier reinschieben können und den Brausekopf auch rausziehen können, damit wir die Töpfe noch besser abwaschen können. Ein Tedford-Ofen. Hier haben wir noch viele Küchenschränke, um Sachen zu verstauen. Das Ganze geht mit einer Zentralverriegelung, die wir freischalten können, und zwar über diesen Knopfdruck. Ihr habt es gehört. Das Ganze hat einmal klack gemacht und jetzt können wir hier unsere Schränke einmal alle öffnen. Unsere Mülleimer sind hier auch richtig toll versteckt. Hier haben wir noch einen Apothekerauszug und unsere Mülleimer, die wir dann einfach wieder nach hinten verschieben. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Natürlich dürfen wir auch unsere Kaffeemaschine nicht vergessen. Diese befindet sich hier und können auch diese rausziehen, damit wir natürlich auch besser rankommen. Zur Küche darf natürlich auch der Kühlschrank und das Gefrierfach nicht fehlen. Hier haben wir ein Dometic, Gefrierfach und Kühlschrank, den wir von beiden Seiten öffnen können, ob von links oder nach rechts. Das heißt, wir können kurze Wege hier aus der Sitzgruppe nehmen oder kurze Wege aus der Küche. Kommen wir jetzt zu dem Objekt meiner Begierde und zwar diese wunderschöne Sitzgruppe. Es lädt einfach zur Gemütlichkeit ein und was hier aber noch fehlt, ist natürlich den Fernseher. Den fahren wir jetzt auch erstmal raus. Dann lassen wir den Firmenabend mal beginnen. Damit das ganze Entertainment natürlich hier so richtig super klingt, haben wir hier noch richtig coole Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier noch passend, um die richtige Musik zu finden, unsere Soundbar. Doch was das Ganze erst so richtig gemütlich macht und das absolute Highlight an diesem Fahrzeug ist, ist hier einfach dieser coole Sessel, den wir schön nach vorne schieben können. Die Liege hinten kippt sich auch leicht nach hinten, damit wir die ideale Liegeposition finden, um die Glotze richtig zu genießen. Hier kann man nicht nur schön Fernsehen gucken, sondern auch, wenn der Tag doch mal zu lang geworden ist, einfach wegnickern. Nicht nur die Liege hat es dir, sondern die ganze Sitzgruppe allgemein.
Die Sitzgruppe lädt für gemütliche Abende ein. Insgesamt 6 Personen können hier am Tisch Platz nehmen. Wir können den Tisch natürlich auch noch runternehmen und haben somit noch eine große Liegefläche, wo noch 2 Personen schlafen können. Zusätzlich haben wir hier in Fahrtrichtung, also hier vorne, noch 2 Sitzplätze, wo wir quasi 4 Personen mit transportieren können. Und das Highlight ist natürlich auch noch hier hinten. Hier hinten haben wir unsere coole Vitrine mit genügend Gläser, um immer gastfreundlich zu sein. Und auch hier hinter der Vitrine haben wir noch ein cooles Schubfach, wo wir unsere Spirituosen verstauen können und natürlich gleich die Gläser griffbereit haben. Zusätzlich haben wir hier unten noch einen Stauraum, wo wir hier auch noch Servietten, Gläser, whatever, zusätzliche Sachen noch verstauen können. Seid euch sicher, wenn ihr den Karthago Liner for Two habt, dann fallt ihr auf jeden Fall auf. Nicht nur von außen macht das Fahrzeug einiges her, denn wie ihr gesehen habt, sieht das Ganze von innen natürlich noch cooler aus. Wenn ihr euch jetzt selbst überzeugen möchtet, dann kommt zu P-Konzept nach Lagesbüttel. Schaut euch das Fahrzeug an, lasst euch gerne beraten von unseren Verkäufern. Und falls ihr selbst nochmal auf das Fahrzeug zugreifen möchtet, dann klickt doch einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link. Dann kommt ihr direkt zum Fahrzeug und ihr bekommt nochmal alle Informationen. Ansonsten meldet euch doch gerne unter www.p-concept.com direkt an unseren Verkauf unter verkauf@p-concept.com und ihr habt auf jeden Fall eine Besichtigung sicher. Wenn euch der Karthago Liner for Two genauso gut gefällt wie uns, dann zeigt es uns doch gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert natürlich auch gern unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von uns verpasst und kommt, wie gesagt, auch gerne vorbei, um euch selbst zu überzeugen. Wir, das Team vom P-Konzept, wünschen euch eine allzeit gute Fahrt und ich würde sagen, ich beame mich mal wieder zurück ins Büro. Bis dahin!